Mitten im Gelände der Technischen Universität Graz findet man eine hochmoderne Fabrik. Eine sogenannte Smart Factory, also einen Ort der Lehre und Forschung mit hochmodernen Maschinen, an dem Produkte gefertigt, Prozesse optimiert und erforscht werden. Die Idee ist, dass man aufgrund der vielfältigen Entwicklungen in der Produktionstechnik Antworten gesucht hat, diese greifbar zu machen. Einerseits für die Ausbildung, aber auch einen Platz zu schaffen, dass die Industrie, aber auch die kleinen Betriebe die Möglichkeit haben, sich neue Entwicklungen anzuschauen. Tatsächlich findet man in diesem Raum eine richtige Fertigungskette. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt werden hier alle Schritte durchlaufen. Und das mit den neuesten technischen Standards, etwa einem 3D-Druckverfahren zur Optimierung von Produkten. Bei dem konkreten Projekt ist es darum gegangen, Mehrwert durch Leichtgewicht zu erzielen. Und wir haben da das Bremspedal von einem Rennwagen aus der Formula Student, unseres eigenen Team im Haus sozusagen, dem DO Graz Racing Team, optimiert und haben gesagt, im Rennsport ist Leichtbau wichtig, wie können wir das leichtestmögliche Bremspedal zusammen optimieren und zusammen herstellen. Ziel ist, Fertigungsprozesse, die immer mehr digitalisiert werden, für Forschende an der TU, Studierende, aber auch Unternehmen begreifbar und erfahrbar zu machen. Wir wollen hier komplett neue Wege gehen, das heißt Dinge angehen, die in der Industrie noch gar nicht etabliert sind oder sein können. Das heißt, wir wollen mit der Industrie Vorreiter sein. Das zweite ist, Studierende angewandt und modern auszubilden, dass, wenn sie in die Industrie kommen, Impulsgeber sein können. Und das dritte sind eben die Industriebetriebe, die auch hier vorne mit dabei sein wollen und kennenlernen wollen und einmal sich prototypisch anschauen wollen, kann das für mich und meinen Betrieb überhaupt in Frage kommen. Somit soll die Smart Factory auch eine Schnittstelle zwischen dem Institut für Fertigungstechnologie und der Wirtschaft sein.